Jojo, meine Leute, herzlich willkommen heute mal zu einem Let's Play von BeamNG Drive. Und ja, wir fahren heute mal den Icarus-Bus. Allerdings müssen wir jetzt erstmal hinfahren. Fahren wir den schönen Kombi hier. Genau. Springen wir uns rein. Ja, ist noch kalt. Deswegen fahren wir ein bisschen vorsichtig. Ja, aber mal gucken, ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob das Video gut bei euch ankommt oder allgemein das Spiel. Weil es ist ja ein geiles Game, muss man mal so sagen. Müssen wir mal schauen, wo wir langfahren müssen. Müssen, glaube ich, nach links, wenn mich alles täuscht, genau. Ja, wir sind auf dieser Karte USA-Coast. Ja, auch sehr schön. Das ist eine Standardkarte, falls er fragt. Genau. Eine Icarus gibt es als Mod bei BeamNG Drive Mods runterzuladen. Also auf einer Webseite. Kostenlos natürlich. Genau. So, jetzt müssen wir gleich da sein eigentlich. So, hier müssen wir jetzt nach rechts. Fahren wir auch wieder nach rechts. So, dann sind wir auch schon gleich da. Fahren wir hinten rein. So, da steht doch schon das heiße Eisen hier. So, mal schauen, wo wir parken hier. Ich würde sagen, park mal gleich daneben, würde ich sagen. So, stellen wir uns daneben, genau. So, Auto aus. Da haben wir's. Schwingen wir uns in diesen Icarus rein. Echt geil, das Ding. Hier auch schon mit diesen heller Abdeckung. Was man aus dem Motorsport kennt eigentlich. Wir hatten diese Deko da drin, diese Wimpel. Sogar Deutschlandflagge ist da. Mit einem Reichsadler. Herrlich. Türen können wir leider irgendwie nicht öffnen. Das ist eigentlich schade. Hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, weil das Ding eigentlich echt cool gemacht ist. Ja, wir sehen, das Ding fährt mit Methan oder mit Gas. Viel mehr gesagt, vielleicht können wir hier eine Tür aufmachen, aber ja, geht leider nicht. Auch hinten den Motor können wir nicht aufmachen. Wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber naja, dann ist das so. Würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein in die Bude hier. Ja, das sind die ersten Ansichten. Huch. Hier schön als Halt gerissen, schön Schalter.
Ja, er braucht ein bisschen, bis er einhielt. So. Fahren wir eine kleine Runde, würde ich sagen, wa? Ja, ist echt geil. Dieser Ventilator da oben ist schon cool. Es ging voll. Das Witzige ist ja auch, wenn er auf dem Gas geht, wird er halt irgendwie langsamer. Ja. Komm hier rum, ja. Ja. Ja, sehr geiles Fahrzeug. Also auch wie gesagt, richtig schön ausgestaltet hier. Auch der Schalthebel bewegt sich. Ist schon geil, muss man mal so sagen. Geht bergauf, Icos. Oh, Vorfahrt beachten, ein schöner Berg anfahren. Ja, ist schon cool. Fett. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst es da gerne ein Abo da oder schreibt doch gerne mal einen Kommentar. Aber mehr von solchen Videos mal sehen wollt. Deswegen ist mal was anderes und nicht nur hier um sie oder sowas. Also, fett schon. Ja. Würde ich sagen, bringen wir mal die Hütte zurück hier. Huch. So, würde ich sagen, wenn euch das jetzt mir gefallen hat oder dieses kurze Video, lasst ja gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.